Das neue Schlagzeilenbuch der Kronenzeitung wurde am Donnerstag am Klagenfurter Christkindlmarkt präsentiert. Viele Leser aus Politik und Gesellschaft nutzten den Abend und schmökerten bereits im frisch gedruckten Exemplar. Ich glaube, im Schlagzeilenbuch sind die wichtigsten 300 Schlagzeilen dieses Jahres. Da bemühen wir uns halt auch immer, das, was vielleicht Bestand hat und woran man sich dann auch in den nächsten Jahren noch erinnern wird, zusammenzufassen. Wir haben viele Schlagzeilen. Wir haben in dem Jahr liefern wir genau 360 oder 61 Schlagzeilen, so oft wir erscheinen. Manche überdauern die Zeit, manche den nächsten Tag nicht. Ja, das Schlagzeilenbuch ist erschienen und natürlich kommt auch wieder Kärnten vor. Und die Kärntner Kollegen, weil die ja ständig aktiv unterwegs sind, wie zum Beispiel der Alex Schwab und die Claudia Fischer. Das macht immer großen Spaß, dieses Schlagzeilenbuch durchzuschauen. Es ist eine Enzyklopädie des Tagesgeschehens. Und wenn da Kärnten vorkommt, macht mich das immer wieder auch ein bisschen stolz. Die Feier hier in Klagenfurt, gelungene Feier in Klagenfurt, ist die schönste Schlagzeile, zumindest des heutigen Tages. Danke sehr. Danke.